Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. No Rest for the Wicked hat neues Gameplay gezeigt, hat mich persönlich sehr überrascht und dann auch sehr positiv. Ich habe es mir schon mal kurz angeguckt. Wir schauen es uns jetzt nochmal zusammen an, halten die Details fest und genießen natürlich das neue Gameplay. Am 1. März wird es ein großes Update zu diesem Game geben. Was ich bisher gesehen habe, sieht sehr gut aus. Mein Lieblingsmagazin IGN momentan natürlich hat hier IGN First veröffentlicht und das ziehen wir uns jetzt rein. This month's IGN First is Ori developer Moon Studios' upcoming action RPG, No Rest for the Wicked. Throughout the rest of February, we'll have new gameplay, behind-the-scenes features and interviews with the development team coming your way. All building up to the game's Wicked Inside Showcase on the 1st of March. First up though... Also wir können uns darauf gefasst machen, dass von Seiten IGN noch mehr kommt demnächst zu diesem Game, was ich sehr begrüße. Es sieht sehr gut aus, finde ich. We have an exclusive look at 8 minutes of gameplay, including a tense boss battle against Warrick the Torn. Enjoy! Geile Lichteffekte, Feuer, Regen, Umwelt. Ihr könnt Sachen einsammeln, wie die Pilze hier zum Beispiel. Es gibt Loot zum Einsammeln. Hervorragend, für mich perfekt. Viel zum Einsammeln, viel zum Looten. Ihr könnt dementsprechend auch craften im Game, ja. Und ihr werdet gleich sehen, selbst wahrscheinlich feststellen, wie viele Parallelen das zum Beispiel zu manchem Souls-like-Game hat. Was mich zuerst persönlich mal ein bisschen erstmal zucken hat lassen. Aber ich bin mittlerweile sehr positiv gestimmt, nachdem ich das Gameplay zu Ende geschaut habe. Und ich werde euch auch noch sagen, warum. Ihr müsst einen Schlüssel finden, damit ihr in das Tor reinkommt. Da kommt wahrscheinlich auch nochmal schöner Loot dazu. Lichteffekte, richtig geil, ne? Die Soundeffekte sind cool. Kameraeffekte, die Attacken sind knackig. Soundeffekte passen, Movement-Effekte passen, die Bäume bewegen sich herrlich, sieht geil aus. Jetzt seht ihr, der grüne Kreis, den ihr seht, ist eine Ausdauerleiste. Schön Granaten werfen, ne? Feuer, Brandgranate. Hier kriegt ihr wieder schönen Loot. Und ihr seht jetzt, denke ich mal, die krassen Souls-like-Einflüsse, die es hier gibt. Aus einer Top-Down-Perspektive sehr interessant, sehr spannend eigentlich, das so mal umgesetzt zu sehen. Das Schöne, was ich jetzt als Eindruck mitgenommen habe bisher, dass wenn diese Souls-like Einflüsse hier drin sind in dem Game, scheint es doch deutlich verzeihender zu sein als in den bekannten Souls-like Games. Ihr habt mehr Möglichkeit zu heilen, auch mehrmals die Situation oder der Situation aus dem Weg zu gehen. Und euch deswegen auch die Zeit zu schaffen und die Möglichkeit zu schaffen, euch zu heilen. Und ich persönlich begrüße das sehr. Je mehr das bisschen entzerrt wird mit diesem Souls-like-Ansatz, desto mehr freue ich mich persönlich. Saren, forgive my father. He mistook you for one of the risen. If you make for sacrament, there are worse things than bandits up ahead. A great beast. Loosen these glades. They say it used to be a man. I wanted to go after it, but father says... But father says the Torn are not to be trifled with. And he's right. Und ihr seht ja anhand der Steuerung, die angezeigt wird, es wird mit Controller gespielt hier gerade.
Wie ebnet man sich den Weg zurück? Also geht man den Weg wahrscheinlich auch irgendwann mal zurück. Die Atmosphäre, finde ich, wirkt super gut. Ihr könnt durch die Kisten rollen, ne? Woher das wohl kommt. Und, genau, wie ihr seht, könnt schwimmen in dem Game. Gut, ne? Waffenöl. Und hier am Lagerfeuer könnt ihr euch jetzt auch Sachen craften. Hier zum Beispiel eben diese Fischspieße. Ihr habt ja auch gesehen, dass der Level 5 ist momentan, dieser Charakter. Also diese 87 von 305 ist, glaube ich, die Erfahrungspunkteleiste, wenn ich jetzt mich nicht verguckt habe. Und ihr habt jetzt schon angekündigt gehört, hier ist jetzt wohl der Boss in der Nähe, ne? Also blutig ist das Spiel auch, wie ihr seht. Und düster gehalten. Also definitiv krasse Souls-like Einflüsse, ne? Elden Ring, Dark Souls. Also ich glaube, es gibt ganz viele Leute unter euch, die haben das noch viel intensiver gespielt, diese Games, als ich. Ich habe die nicht wirklich lange gespielt, aber selbst ich sehe schon diese krassen Einflüsse. Was ja cool ist. Man kann durch gezieltes Blocken mit dem richtigen Timing auch die Feinde wieder aus der Balance bringen und sich so den Moment eröffnen, Attacken zu setzen. Eine Brandgranate wieder geworfen, eine Brandbombe. Ihr seht, dass der irgendwie mit einer Pest oder so infiziert wird. Der leuchtet oben am Lebensbalken kurz lila. Ja. Jetzt seht ihr, die Lebenspunkte gehen krass runter. Aber was ich jetzt positiv beachtet habe, ist, dass er diesen Fischspieß jetzt gleich isst, also den letzten. Und dann kommen seine Pilze ins Inventar. Das heißt, wenn man genug Essen dabei hat für einen starken oder schwierigen Kampf, scheint es so zu sein, als ob man sich schon sehr lange am Leben halten kann, sofern es einem gelingt, das Movement drauf zu haben, die Bewegungsmuster drauf zu haben oder auf Abstand gehen zu können. Einfach auf Abstand gehen zu können und regelmäßig ausweicht. Und ich stelle mir vor, dass es einfacher sein könnte aus einer Top-Down-Perspektive als aus einer Third-Person-Verfolger-Perspektive. Ihr seht, jetzt sind 5 Pilze da und jetzt kommt der feine Loot. Ne? Also gleich 2 Waffen und ein Knochen. Na gut, was er mit dem Knochen macht, weiß ich nicht. Special Resources steht dran. Kann man wohl auch für was gebrauchen. Und ich glaube, dass wir hiermit dann auch so gut wie am Ende sind. Ja, lower the bridge, sagen sie. Und dann ist das Ding auch durch. Also, Leute, ich fand's sehr gut. Ich bin gespannt, wie sich das Game dann halt zockt, beziehungsweise was wir dann am 1. März wahrscheinlich in diesem Insider-Video noch erfahren werden zu diesem Game. Es wird ja auch Multiplayer-Elemente dabei haben, das Spiel. Es wird Crafting-Möglichkeiten haben, sich was anbauen zu können auch. Und Loot spielt eine große Rolle. Er hat mich persönlich jetzt sehr begeistert. Ich hoffe, ich komme sehr gut mit diesen Souls-like-Elementen klar. Lasst mir gerne euer Feedback zum Game da und natürlich, ob ihr gerne von mir und auf dem Kanal mehr zu diesem Game sehen möchtet. Würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Danke fürs Einschalten und bis zu einem nächsten Video vielleicht. Macht es gut und ciao.